Gut. Und die nächste Errungenschaft schon freigeschaltet. Jo, das war auch ganz einfach. So, das hätten wir auch schon fertig und weiter geht's. So, das Kapitel müssten wir jetzt auch schon geschafft haben. Denke ich mal. Fast. Nein, hier ist nichts mehr. Okay, und weiter. Und ab ins Licht. Lade Daten. So weit, so gut. Das klingt nicht. Tut es auch nicht. Kann ich dir versichern. Da drüben. Ich sehe eine Antenne. Das muss White Forest sein. Wir sind nah genug, um den Rest notfalls zu Fuß zu gehen. Nee. Wir benutzen schön das Auto. Dafür ist es ja da. Na, Alex? Ja, wo bleibt die Alte? Hallo? Na komm, hier rüber. Amanda. Das war wohl der Absturz von vorhin. Die Wache von White Forest schläft nicht. Dann mal weiter. Was zum Teufel? Okay. Jo. Transformer Battle. Aber echt? Bumblebee versus Optimus Prime. Dingens. Wie heißt es nochmal? Megatron. Ja, Mann. Bumblebee, los. Ja, yeah, los. Hau ihn. Schlag ihn. Schlägerei. Alles in Ordnung? Wach auf, Dog. Bitte. Dir geht's gut. Das sah ja schön aus. Funktioniert doch alles? Gut. Alles in Ordnung? Alles ist okay. Dog okay? Danke für die Hilfe. Wir haben auf euch gewartet. Folgt einfach dem Fluss dann die andere Seite rauf. White Forest liegt direkt auf dem Weg. Seht ihr sofort. Alles klar. Nochmals danke. Okay, auf geht's. Los, Gordon, hol das Auto. Wir machen ein Rennen mit Dorn. So, Leute. Mal gucken, wer schneller ist dieses Mal. Beim ersten Mal, wo ich das Spiel gespielt hatte, habe ich verloren gegen Bumblebee. Und mal gucken, ob ich jetzt gewinne. Wir brauchen wohl noch eine Hilfe. Na los, mach hinne. Na los, ein bisschen schummeln hier. Hopp. Los. Scheiße, los. So ist's gut, Doc. Los, Doc. Wer ist zuerst an der Basis? Na los, Gordon. Jo, und jetzt geben wir mal Gas ein bisschen. Need for Speed hier. Ja, wir könnten Erster werden, Leute. Wir könnten es schaffen. Wir könnten Bumblebee besiegen. Abhängen. Komm schon, wir schaffen das.
Scheiße, komm schon, los! Yeah! Puh, sauber! Haha, Pech gehabt! Pech gehabt! Ich war schneller als du! Edge Badge! Ach komm, mach dir nichts draus. Ich hab mich wirklich noch nie so gefreut, ihn zu sehen. Voila, Gordon, White Forest. Endlich sicher. Der geht wie King Kong. Was ist denn jetzt, Bumblebee oder King Kong? King Kong. Ach, was soll's. So. Aha, ich bin herzlich willkommen, wir sind herzlich willkommen hier. Jo, lade Daten, wie immer. Dann mach mal hin, los! Jo, unser gemeinsamer Feind. Oh, Alex, Dr. Freeman, da seid ihr. Hey. Junge, sind wir froh, hier zu sein? Ja, ihr hattet wohl ein paar Probleme. Die Combine wollten durch den Eingang. Ich glaube, die haben es kapiert. Was dagegen, wenn Dog hier draußen aufpasst? Ach was. Du hast gehört, Dog. Ich will erstmal zu Dad. Wir sehen uns später. Mach keinen Unsinn. Eli weiß noch nichts von euch. Er ist im Zugang zu Silo 1 hier lang. Sicher. Ja, okay. So, Leute, wir sind schon fast am Schluss. Nicht mehr viel. Was nun? Gute alte Doktor. Mal wieder nur ein Fehlalarm. Alles klar. So, schon mal eine. Holla, die Waldfee. Hab auch so eine. Nein. AR3, ja. Häufig. Es gibt keine AR3. Weißt du, die Stadt, die war voll von AR3. Nein, war sie nicht. War sie Schnauze! Nicht. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Okay. Kennst du die Alternativfeuer? Oh Mann. Diskussion hier. Voll die Diskussion. Hey, Gordon, du hast es geschafft. Da. Alex. Hey, ich will das sehen. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Na, mein Kind, jetzt sind wir wieder zusammen. Nur das zählt. Und Gordon, mein Junge, ich wusste immer, zusammen seid ihr beide unschlagbar. Ja, wir sind ein ziemlich gutes Team. Nun, das ist gut, weil, naja, jetzt, wo das Hennfeld weg ist, muss jeder mit anpacken. Dad? Kannst du einem alten Mann verdenken, dass er Enkel will? Was hast du da? Das sieht nur schlimm aus. Mir geht's gut. Bist du sicher? Das sollte sich jemand ansehen. Nein, nein, alles okay. Wo ist Dr. Kleiner? Wir sollten ihm schnell diese Daten geben. Okay. Ja, ja, das sollten wir. Er wird froh sein, mal aus dem Silo rauszukommen. Hier entlang, Gordon. Wenn man ihn und Magnus nicht sieht, möchte man meinen, sie streiten um Forschungsmittel. Sehr interessant. Wissen wir, wie viel Zeit uns noch bis zur Aktivierung des Portals bleibt? Wir wissen es nicht genau. Wir beobachten es weiter. Und die Combine? Werden wir den Start schaffen, bevor sie angreifen? Es wird knapp. Schon ein Strider könnte unsere Rakete zerstören. Aber wir sind bereit. Es tut mir leid, dass wir nicht früher hier waren. Keine Sorge, wir werden es schaffen. Ich bin so froh, dass du wieder hier bist. Ich bin auch froh. Okay. Ich habe mich vor, ein kleiner Gütesiegel zu beantragen. Jegliche Probleme wurden durch einen Personal- und Materialmangel verursacht. Und holen Sie gefälligst Ihren Partner.
erleichtert, dich endlich hier zu sehen. Und Gordon, ich sehe, du und der Schutzanzug haben aufeinander aufgepasst. Oh, sie sind unzertrennlich. Die Daten, Leute, die Daten! Kleiner, kümmern Sie sich um den Satelliten oder soll ich den Start für eine kleine Familienfeier unterbrechen? Oh Mann, ja, ja, ist ja gut. Ich habe bloß kurz Alex und Gordon begrüßt. Natürlich, mir gönnt keiner eine Pause, aber bitte rollen Sie den roten Teppich aus. Meine Güte, ich wollte ja nur... Ja, ich weiß. Ach, ignorier ihn einfach. Also Alex, wo ist das Datenpaket, das du mitgebracht hast? Wenn ich noch länger warte, hört er gar nicht mehr auf. Da können Sie sicher sein. Hier sind Sie, Dr. Kleiner. Wir haben eine Unmenge an Daten. Komisch ist nur, dass Sie an eine Übertragung von Judith angehängt waren. Übertragung? Von Judith? Heißt das, die Nachricht ist nicht angekommen? Wir müssen das sofort sehen. Lasst mich mit der Dekodierung beginnen. Und dann sehen wir uns im zweiten Kontrollraum. Da muss ich beeilen. Ja, ja, natürlich. Noch ein Alarm? Herrgott, kann man hier nicht mal ungestört arbeiten? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Irgendjemand? Na, ein Fehlalarm jagt den nächsten. Verdammte Krellinister. Ich weiß nicht, wie ich mich bei dem Lärm konzentrieren soll. Freeman, Sie stehen hier nur rum. Machen Sie sich nützlich und finden Sie heraus, was da los ist. Ach ja, Gordon. Es wäre mir lieb, wenn du dir das mal ansehen könntest. Komm zu uns, wenn du fertig bist. So, Leute. Das hätten wir schon mal. Mist. Dachte. Ja, alles klar, Chef. Der Alarm wird die Schutztüren verriegelt haben. Sie müssen also durch das untere Ende des Silos. Jo, dann mach mal hin und... Sie runter können. Sobald Sie unten sind, wird Uriah Sie ins... Ja, bla bla, ist gut. Jetzt hör halt den Schnabel, Mann. So, ab nach unten. Jo, Leute. Sie ein Küsschen? Halt doch mal die Klappe, Kollege. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Fahrstuhl aktivieren. Und los, nach unten. An alle Mitarbeiter, hier spricht Dr. Magnussen. Da die Mitarbeiter des sekundären Silos ihr kleines Krähenproblem nicht selbst lösen können, wird sich der allseits beliebte Dr. Freeman darum kümmern. Wir freuen uns über seine Hilfe. Und ich freue mich auf die Ausflüchte der Mitarbeiter, warum sie das nicht selbst geschafft haben. Danke für Ihr Verständnis. So, dann mal hier das da aktivieren, damit das Gas hier weg verschwindet. Damit wir hier durchkommen. So. Jo. Hier haben wir... Munition für dieses Teil, aber schon voll. Lol. Fred, nur mach's weil. Dr. Magnussen hat mir aufgetragen, ihn ins sekundäre Silo zu lassen. Das sekundäre Silo ist...